Ja, ich bin der Thomas Brenner, ich bin Fotograf und habe hier ein neues Projekt gemacht. Ich war öfter mal auf dem Friedhof hier und habe dann festgestellt, dass es eigentlich mehr ist als ein Raum, wo nur Leute beigesetzt werden. Das ist im Prinzip ein Park, wo Leute spazieren gehen, wo die sich in der Mittagspause hinsetzen, Bücher lesen, Feschbon, wo Liebespaare hocken, auf der Bank sich umarmen. Und ich gedacht habe, das ist ein Raum, der eigentlich zum Leben dazugehört. Und habe dann überlegt, man könnte einfach Aktionen machen, um das einfach ein bisschen zu verdeutlichen, dass man dem Raum halt noch mehr Bedeutung gibt als nur das Beisetzen von toten Leuten. Und da kam die Überlegung, man kann das eigentlich ganz gut machen mit Kunst, weil über Kunst wird oft diskutiert und das Grundkonzept ist einfach, dass die Leute über diese Kunstaktionen miteinander ins Gespräch kommen. In unserer Gesellschaft ist Tod ja immer noch ein absolutes Tabuthema. Da spricht man nicht drüber, es stirbt auch keiner, wir leben ewig und so weiter. Und das habe ich schon probiert, dadurch zu durchbrechen, indem ich dann inszenierte Fotografien gemacht habe, die das Thema Tod haben im Prinzip als Geschichte. Das aber kombiniert mit Typografie, die dann wiederum deutlich macht, dass wir im Prinzip, wenn wir uns bewusst werden, dass wir sterben müssen, die Lebenszeit eigentlich sinnvoller nutzen können. Und das sind dann so 8 großformatige Fahnen, die auch hier am Friedhof hängen zwischen den Bäumen und dann die Leute, das ja teilweise gar nicht wissen, da durchgehen und dann ganz erstaunt sind, dass da plötzlich so ein Statement ist zum Thema Totenleben. Also ich würde sagen, die meisten sehen es als positiv an, weil ich komme ja mit denen dauernd ins Gespräch. Ich bin jeden Tag im Friedhof, kümmere mich um die Sachen und so kommt es automatisch mit allen ins Gespräch und viele finden das einen Mehrwert, weil sie sagen, wir leben ja weiter, wir haben auch Hoffnung, wir sind hier auf dem Friedhof und wollen auch was Lebendiges haben. Die Leute, die das kritisieren, sind entweder auf Social Media, da ist immer einfach rumzurotzen, sage ich mal ganz flapsig. Oder die, die hier direkt angesprochen haben, haben dann im Prinzip oft gar nicht geguckt, worum es geht. Also die haben gesagt, warum baust du auf dem Friedhof Gemüse an? Und ich sage, nee, es geht nicht um den Anbau von Gemüse, es geht um ein Symbol gegen alte Sorten, dass sie nicht vergessen werden. Also oft war es dann Unwissenheit und mit vielen habe ich dann gesprochen, also die bereit waren zu sprechen. Und da hat sich viel geklärt und die haben das dann schon verstanden und haben es dann toleriert. Das heißt ja nicht, dass sie es gut finden, aber das ist, finde ich, auch in Ordnung, weil so ein Projekt, was nicht aneckt, ist auch langweilig. Wir haben halt hier eine Gesellschaft, wo eigentlich nur noch ganz wenig Sorten angebaut werden. Das merkst du, wenn du auf den Markt gehst, dann gibt es eine Sorte Karotten, eine Sorte Blumenkohl. Es gibt aber 100 Sorten Karotten, es gibt 600 Sorten Kartoffeln. Die werden einfach nicht mehr angebaut, weil wir so Gesetze haben, dass nur bestimmte Sachen, die gut funktionieren, die kennt man ja das Beispiel, die gerade Gurke, wo genau so viele Gurken in die Kiste reinpassen. Das ist eine reine kapitalistische Idee und Ideologie. Das muss einfach super sich verkaufen lassen, es muss lang halten, es muss in jede Kiste reinpassen, es muss Mainstream sein und es geht einfach dann um den Kommerz und nicht drum um Geschmack. Und gerade so alte Sorten haben teilweise ja bestimmte Sachen, die schmecken oft viel besser, aber sie sterben aus, weil sie halt nicht nachgefragt werden, weil wir als Konsumenten die nicht kaufen können. Und ich denke, wenn wir die hier anbauen, macht man erstmal sich das bewusst, dass es mehr Sorten gibt, dass man vielleicht auch probiert, die zu erhalten. Es gibt ja Leute, die das Saatgut erhalten wollen. Oder, weil es ja auch so eine Idee ist von Urban Gardening, dass die Besucher hier auch die Sachen ernten dürfen, dass sie plötzlich feststellen, ja, so eine Zuckerschote schmeckt ja wirklich total lecker. Und dadurch, denke ich, passiert da auch wieder eine Art von Kommunikation und Gespräch.